So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Nebukadnezar. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir gehen direkt in die nächste Mission der Kampagne. Mission Nummer 9, Altbabylonisches Reich. Das ist 1894 bis 1595 vor Christus. Das Altbabylonische Reich war eine staatliche Einheit auf dem Gebiet des alten Mesopotamiens, in der die erste große Entwicklung Babylons stattfand. Und das gucken wir uns mal genauer an. Wir brauchen 11.000 Einwohner. Sollten wir eigentlich gut hinkriegen. Wir hatten das letzte Mal 13.000. Ansehen von 850, das ist schon echt fett. Da brauchen wir wahrscheinlich doch ein paar mehr Leute in der Bevölkerung und vor allem auch aufgestufte Gebäude. Und 11 wunderbare Residenzen. Was auch immer damit gemeint ist, vielleicht können die ersten oder zweiten Bewohner nochmal eine Stufe aufsteigen. Wir spielen natürlich auf dem Schwierigkeitsgrad normal, weil wir es schwer nicht so mögen und leicht dann doch vielleicht zu leicht ist. Beginnen wir. Ich freue mich sehr. Diese Mission machen wir auf jeden Fall. Deine Aufgabe ist klar. Während der Abwesenheit von Hammurabi, ich kenne Hammurabi als Stadt und auch als Raumschiff in The Expanse, liegt die Verwaltung von Babylon in deinen Händen. Die nächste Expedition unseres Königs wird sicherlich erfolgreich sein und er erwartet, dass er nach seiner Rückkehr eine Stadt vorfindet, die es ihm ermöglicht, sein Reich noch weiter auszubauen. Ja. Oh Gott, was ist das denn für eine Karte? Gut, wir haben rechts einen langen Fluss. Da wird wahrscheinlich auch der Handel stattfinden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier schon mal irgendwo einen Punkt haben, wo wir auch wirklich einen Hafen mit implementieren dürfen. Das wäre entweder hier der Fall oder hier. Oder hier. Und das war's. Also im Prinzip können wir nur hier unten richtig Handel treiben. Warte mal, hier nicht. Nee, da. Genau. Das heißt, da werden wir den Handel dann florieren lassen müssen. Anders geht's nicht. Wir haben links, glaube ich, gar kein Wasser, ne? Oh doch, doch ein bisschen was. Das andere sind alles Steine, die sich so davor stellen. Das ist natürlich doof, dann kann man hier ja auch sehr schlecht Bewässerungsgräben durchziehen, wobei es natürlich an einzelnen Stellen schon zu funktionieren scheint, aber da muss man eben sehr viele Pumpen haben, weil man das alles ins Landesinnere bringen muss. Und das ist natürlich fett und teuer und böse, aber wenigstens haben wir 17.500 Goldstücke zur Verfügung gestellt bekommen. Und da sind jetzt die Aristokraten. Also es gibt noch eine dritte Stufe, die wir dann natürlich versorgen müssen, und für die Aristokraten wollen wir Schafe haben, die wir dann zu Fleisch verarbeiten. Natürlich, wie sollte es anders sein? Also gibt es bei der Tierfarm jetzt noch wieder etwas Neues. Gut zu wissen. So, zusätzlich, Tischler gibt es auch. Die stellen wohl Möbel her, verbraucht Holz. Holz sehe ich hier oben gar nicht in der Liste. Holz ist offensichtlich auch neu und die Möbel ebenfalls. Gut, wir beginnen eh erstmal mit den kleinen Dingen, um die ganzen normalen Leute zur vollsten Zufriedenheit zu bringen. Luxuriöser Markt. Oh, der verteilt dann eben Fleisch und Möbel. Gut zu wissen. Also wir lernen natürlich nach und nach, wie es sich mit den einzelnen Bevölkerungsgruppen und den jeweiligen Gebäuden verhält. Das ist sehr interessant. Gut, Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir uns trotzdem darüber im Klaren sein, wo wir die Leute natürlich hinpacken. Und wenn wir sowieso Möbel, sprich Holz, brauchen, ich weiß jetzt natürlich nicht, Holz. Kann ich Holz selber herstellen? Metzgerei gibt es, das ist klar. Brauerei und so. Holzschnitzerei. Tischlerei. Wahrscheinlich muss ich Holz einkaufen. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Wir haben zum Beispiel Assur. Assur verkauft 30 Holz. Mari verkauft gar nichts, will das Holz eher haben. Mahashi verkauft nichts. Ihr wollt Möbel. Byblos möchte Holz verkaufen. Bis zu 100. Okay, mit Byblos brauchen wir eine Handelsroute. Und Theben? Theben kauft uns nur diese komischen Gedenktafeln hier ab. Das, ja, bringt mir nicht viel. Verkaufen uns aber immerhin wieder Elfenbein plus Papyrus. Dilmun verkauft ebenfalls Elfenbein. Aber allzu viel Elfenbein bekommen wir auch nicht. Das darf man nicht unterschätzen.
Puh, was können wir denn verkaufen? Wir können Fleisch verkaufen. Wir könnten relativ früh vielleicht auch Fleisch schon produzieren. Hoffentlich brauchen wir dafür keine Stadtbewohner, denn dann würde das funktionieren. Aber es ist ja im Prinzip eine ganz normale Farm. Nee, dann könnten wir... Ah nee, den Metzger, den müssen wir auch noch bedienen. Es braucht einen Metzger. Wo ist der? Da. Steht nirgendwo. Oh, liebe ich ja. Mitarbeiter. Braucht Stadtbewohner. Hm. Okay, dann hat sich das mit dem Fleisch schon mal erledigt. Holz kann ich offensichtlich nicht verkaufen, weil ich es nicht selber herstellen kann. Ich weiß nicht, ob das durchaus möglich ist. Bisher habe ich hier noch nichts gesehen, was irgendwie Holzfäller oder so ausmacht. Tierfarm, Pflanzenfarm, vielleicht bei der Pflanzenfarm selber, dass man da dann auch Holz produzieren kann. Das würde mich mal interessieren. So, und dann Byblos kann noch nicht, braucht Bier, Fisch, nicht viel. Aber wenigstens für 33 Goldstücke das Stück. Möbel können wir verkaufen, kostet 81, die kaufen auch nicht viel, nur 20 im Jahr, das geht eigentlich. Tafeln können wir wieder verkaufen, aber eben alles nur an Städte, die uns noch gar nicht wohlgesonnen sind, das ist natürlich doof. Assur zum Beispiel braucht 110 Ansehen. Sippa würde mit uns Handel treiben, Mari auch, aber da können wir nichts verkaufen. Wir sind am Anfang echt aufgeschlossen und müssen erstmal dafür sorgen, so schnell wie möglich Leute zu bekommen. Wahrscheinlich haben wir deswegen auch so einen großen Schatz schon zum Anfang bereitgestellt gekriegt. Mahashi möchte 60 ansehen. Da werden wir auf jeden Fall als erstes mit Handel treiben. Das ist okay. Und Theben und so weiter, das ist in Ordnung. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Das ist jetzt alles andere als schön. Und ich bin am Überlegen, wo wir die ganzen Leute hinpacken. Wir brauchen für unsere normalen Bürger, jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Auflistung. Für unsere normalen Bürger brauchen wir Bier, dafür brauchen wir keinen Meereszugang. Nur das hier. Wir brauchen Tafeln, Keramiken, Brot und Milch. Also im Prinzip nur Wasser und das kriegen wir auch von links. Die normalen Bürger könnten also komplett links stehen. Dann könnten nämlich die hochwertigen Bürger rechts stehen und dann können wir dort sowohl Papyrus als auch Elfenbein als auch Holz und so weiter einkaufen. Das wäre in Ordnung. Die gewöhnliche Villa braucht im Prinzip nur Fisch und ja gut, Fisch ist hier natürlich Mangelware. Dann würde ich mit den Leuten schon mal weiter nach rechts gehen. Geräumige Villa hätte dann eben Kupfer, müsste ich einkaufen. Elfenbein müssen wir einkaufen. Das Zeug müssen wir einkaufen und dann kommt ihr. Und ihr kriegt aus der Tierfarm das Zeug und ja, hier habe ich es mir gedacht, Holz muss bezogen werden, da gibt es kein Gebäude für. Hier sehen wir es auch nochmal schwarz auf weiß und es sind relativ große Gebäude. Oh je, 11 wunderbare Residenzen müssen gebaut werden, wir werden wahrscheinlich damit unser Ansehen auch weiter steigern können. Beginnen wir jetzt erst einmal mit dem Bau von Farmen. Besten auch direkt hier rein, wo wir schon die Möglichkeit haben, so ein bisschen was anzupflanzen. Das ist im Prinzip die Pflanzenfarm. Dann brauchen wir noch die Tierfarm. Ich will die jetzt nicht so weit weg haben. So, so ist okay. Oh, das ist übrigens sehr praktisch mit diesem Blau-Ding. Wir haben ja noch ein blaues Quadrat drumherum. Sieht man immer sehr genau, wo man die nächste platzieren sollte. Also sie grenzt genau an die andere an. Das ist perfekt. So, und dann brauchen wir Bewässerungskanäle. Das wird ein ziemlich teures Unterfangen. Aber ist okay, wir machen ja alles mit. Nee. So, dann bitte zwischen den Farmen nochmal runterziehen. Und da fehlt schon das Wasser, das habe ich mir nämlich so gedacht. Aber ist in Ordnung, wir bauen das erstmal fertig. So, Dankeschön. Und dann holen wir uns noch 1, 2 Bewässerungskanäle dazu, das sollte doch funktionieren, oder? Ja, ja, reicht, ist okay. Mehr brauchen wir ja nicht. Den nächsten Bewässerungskanal können wir hinten rumziehen, das ist okay. Wichtig ist nur, dass wir hier schon mal das Essen haben, was wir dann den Leuten zur Verfügung stellen, gerade eben auch unseren Bauern, die ja dann irgendwie überleben sollen.
Und das geht natürlich nur, wenn schon mal alles bereitsteht. Lagerhaus Nummer 1, Nummer 2. Jetzt hat er das zu hoch gesetzt. So. Ach Quatsch. Straße. Du machst erstmal eine ganz normale Milchfarm. Du machst eine Getreidefarm. Ich sehe schon gar nicht mehr durch, was wir für Farmen haben und was wir noch brauchen. Gut, dann bitte mehr Leute. Und auch schon mal Bäcker. Nee, nicht Brauer. Bäcker. So, die Frage ist, wo wir die Leute hinstampfen lassen. Ich würde sagen, weiter Richtung Süden. Dann können wir hier meinetwegen auch noch andere Produktionen starten mit Töpferwaren, sprich Keramiken und so weiter. Heißt, ich baue das diesmal so rum. Dann kommt der Markt. Und die Straße. Mit den dazugehörigen Häusern. Wo auch immer die jetzt hin sind. Ich glaube, das hier reiße ich mal weg. Das muss ich doch anders machen. Ja. Ja, es ist nicht einfach. Man macht sich jetzt natürlich Gedanken und fragt sich, wie soll man das so aufbauen, dass das alles passt. Aber eigentlich ist es ja auch nicht schwierig. Wir brauchen ja jetzt bloß noch die Häuser setzen, dann ist das ja schon fast fertig. Und dann brauchen sie dementsprechend nur noch die Keramik. Straßen. Gut. Das steht. Essen kommt, Milch kommt. Ich habe es genau falsch rumgesetzt, ne? Ist aber nicht so wild. Dann nehme ich die Bäckerei und den Markt weg und packe das genau andersrum hin. Und dann kommt die Bäckerei hier wieder dazu. Plus, dass die eine auf jeden Fall schon mal ausgebaut wird. Gerne beide. Wir brauchen unmenschlich viel für so viele Leute. Das ist unglaublich. Ihr nehmt nichts an, außer Milch und Brot. Milch wieder bis zu 16, Brot bis zu 20, sodass wir auch genau auf 36 kommen. Du nimmst im höchsten Fall Getreide an. Und dann steht das. Achso, die Siedler, ja. Die Siedler kommen nicht ran. So, jetzt könnt ihr hochlaufen. Ist okay. Und die ersten Leute sind damit unterwegs. Sie werden uns dann ganz viele Arbeitskräfte geben, die wir gleich wieder weiter investieren können in weitere Leute, die dann hier einziehen müssen. Und zwar noch weitere Bauern. Da werden wir nicht drum herum kommen. Hier haben wir sowieso einen Cut. Da kann nichts gebaut werden an Farmen. Also werden wir uns mit der nächsten Farm dann hier und hier hinsetzen. Müssen aber vorsichtig sein. Hier sind überall so kleine Stellen, an denen man keine Farm bauen darf. Ihr seid so gemein. Ihr seid so fies. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Muss ja auch noch die Bewässerungsgräben rumziehen können. Dann machen wir das so. Die Pflanzenfarm hier an diese Seite. Ja, zieht sich genau mit den Bewässerungsgräben perfekt. Und dann kommen die Gräben an sich. Ja, könnte klappen, dass wir da schön viel Wasser rausholen. Super. 1, 2, 3 hier. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, der ist zu weit, aber nö, das ist in Ordnung so. Das ist okay. Das wäre zu früh abgebogen, das ist genau richtig. Das reiße ich gleich ab. Wichtig ist jetzt noch, dass ihr noch einen Schritt weiter geht. Genau, dann haben wir alles soweit miteinander erschlossen. Alles ist gut, wobei das hier noch ein Stück weiter könnte.
1, 2, 3. Nö, geht eigentlich. Ist okay. Und dann brauchen wir noch die Straßen. 1, 2, 3. Bis hierhin ist es auch wirklich grün, ne? Ja. Guti, guti. Ihr bekommt erst einmal Milch mit dazu. Und dann sind unsere Bauern schon mal alle soweit mit implementiert und bereit für uns zu arbeiten. Dann haben wir zwei große Bauerndörfer. Zur Not können wir noch ein drittes bauen. Sollten uns dann wirklich irgendwann Arbeitskräfte fehlen, ist das gar kein Problem. Ding. Okay, und wir haben doch nicht so viel für die Bewässerungsgräben benötigt, weil wir hier gar nicht rumgezogen sind. Das ist super. Krankenhaus gibt es auch. Ah, dafür brauchen wir aristokratische Mitarbeiter. Oh, okay, ist ja gut. Ich habe nichts gesagt. Lagerhäuser brauchen wir viel mehr jetzt. Für die Milch machen wir es hiermit hin. Für das Getreide dorthin. Nichts einlagern als Getreide, nichts einlagern außer Milch und Brot. Und der Grund, weswegen ich natürlich die ganze Zeit so ruhig bin, ist, weil ich nicht weiß, was uns erwartet, was wir noch alles machen müssen. Und ob das alles so hinhaut, wie ich das haben möchte. Mein Problem ist ja immer, ja, ich mache das alles gerne und ich spiele das Spiel auch gerne. Aber ich habe immer Angst zu versagen, so wie jeder eigentlich. Und deswegen bin ich gerade sehr vorsichtig mit meinem Bau und gucke, ob das alles auch wirklich passt, ob wir uns damit ins eigene Bein schießen oder auch nicht, wie es finanziell aussieht. Wir sind jetzt noch bei 14.300, haben also im Prinzip schon mal 3.000 ausgegeben. Für Bauern, wohlgemerkt, für Bauern. Dafür noch nichts zu haben, noch keiner ist in der Stadt. Mein Gott, wo ist denn der Markt? Da. Und das ist natürlich, ja, doch, sehr kritisch. So. Dann ziehen wir hier die Leute lang. Fünf. Und die einer rein. Super, okay. Ja, warum habe ich das hinten rumgezogen? Ich weiß es auch nicht, ich habe es einfach getan. Es war wahrscheinlich so ein Reflex. Gut, dann kommt als nächstes hier noch eine Bäckerei mit hin. Beziehungsweise drei Stück, wo auch jeweils einer mehr arbeitet. Was zum Teufel habe ich getan? Ich werde jetzt nicht alles nach oben hin verfrachten, wir werden jetzt die beiden Farmen hier umbauen. Das war schön dumm von meiner Seite aus. So ein Dreck aber auch. Hier kommt jetzt, jetzt habe ich sie daneben gebaut. Tierfarm hin. Und die Pflanzenfarm oben. Ja, nicht aufgepasst. Einfach nicht aufgepasst. Erstmal nur gebaut. Und dann nicht richtig aufgepasst. So. Das heißt, die können jetzt das Brot herstellen, das dann da reingeliefert wird. Ihr liefert das Ganze aus, Brot und Milch. Ihr liefert das Ganze aus, Brot und Milch. Ich will bloß einmal testen. Ja, du gehst bis hinten, alles ist gut. Ihr seid super. Sehr schön, das bedeutet, das läuft. Da brauchen wir nichts weiter machen. Alles ist irgendwie am Rennen. Du kriegst noch ein paar mehr Leute dazu, du auch. Und dann steht das. So, das sind 1300 Leute, die wir jetzt schon brauchen, allein für die Bauern, für die ganz normalen Dinge, die wir hier benötigen. Dann werden wir uns gleich mal den Gegebenheiten hier unten widmen und einen Hafen mit hinbauen, bevor ich das nachher außer Acht lasse und hier irgendwas anderes hinballer. So, der Hafen steht. Dort werden wir einiges verkaufen. Ich gehe davon aus, dass wir relativ fix diese 60
Ansehenspunkte dazu bekommen. Das heißt, Fisch werde ich auf jeden Fall schon mal sammeln. 30 Fische im Jahr, das ist nicht viel. Das können wir auf jeden Fall verkaufen. Alles gut. Wir haben aktuell nicht genug Prestige, um Kontakt mit dieser Stadt aufzunehmen. Das wird sich noch ergeben. Holz kann ich nicht verkaufen. Tafeln kann ich noch nicht machen, weil ich noch keine normalen Bewohner habe. Keine Stadtbewohner. Und Bier geht auch nicht. Selbst dafür brauchen wir Stadtbewohner. Es ist doch zum Heulen. Dafür brauchen wir Stadtbewohner. Also ohne Stadtbewohner ist man hier jetzt komplett aufgeschmissen. Das ist echt blöd. Man muss sich darum kümmern, die jetzt so schnell wie möglich zu implementieren. Und es bedeutet, wir werden uns gleich mal darum kümmern, Fisch und Datteln bereitzustellen und hier unten soweit präventiv schon mal alles vorzubereiten. Also gut, auf geht's. Erstmal die Datteln an sich. Ja, da kann eine Farm hin. Und hier kann die andere hin. Dann haben wir zwei Dattelfarmen, die eigentlich genügend produzieren. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, was Datteln angeht. Sind sie gut dabei? Dann brauchen wir Fisch. Nee. Hier unten muss ich erstmal die Bewässerungsgräben ziehen. Ich habe sonst Angst, dass ich nicht genug Platz habe. Und dann haben wir erstmal die Hinternkarte. Meine Fresse. Das geht natürlich nicht. Ja, um nicht zu sagen, die Arschkarte ist ja gut. Ich sag gerne Hinternkarte. Ich bin normalerweise nicht so gerne vulgär. Wahrscheinlich werden viele meiner Zuschauer nicht mal wissen, was das bedeutet. Nein, damit seid ihr nicht gemeint. Nicht du, der gerade zuhört und sich darüber aufregt. Nein. Sondern die anderen, die ein bisschen jünger sind. Ja. So, das passt genauestens. Sehr schön. 1, 2, 3. Wunderbar. Gut, hier jetzt noch hier rumziehen und wir haben's. Ne, ist schon fertig. Okay, dann haben wir es soweit. Super, dann brauchen wir jetzt hier für die Straße. Und dafür auch. Dann die Lager. So, und dann haben wir hier die Datteln. Schön. Das freut mich sehr. Zack. Und zack. Quatsch. So. Okay, zweimal Datteln. Dann brauchen wir jetzt den Fisch. Den werden wir hier hinten nicht mehr kriegen. Wenn dann weiter vorne. Gibt es überhaupt Fisch? Die Siedler sind verloren. Ja, die sind immer alle verloren. Ich bin jetzt gerade irritiert, ich sehe gar keine Fische. Normalerweise sieht man die doch schon im Wasser springen, so wie hier. Oh, wenn ich dort nicht fischen kann, haben wir ein großes Problem. Dann müssen wir es genau andersrum machen. Sagt mir nicht, dass das euer Ernst ist. Ich baue jetzt hier einen Fischer hin und probiere das. Ja, die Siedler sind immer noch verloren, ist okay. Das muss ich jetzt erst ausprobieren. Bevor ich hier irgendwas mache, muss ich jetzt erstmal Leute in die Stadt lassen. Oh, 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 oh. Mein Gott, gib mir die Stadt. Staubige Straße. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hibbelig.
Ja, die kommen alle von Süden. Das können wir noch ein bisschen abändern. Kommen die nämlich auch von Norden. Dann sind die ein bisschen schneller unterwegs. Die erste Brandgefahr ist da, aber mittlerweile haben wir wenigstens genügend Leute. Es kommen immer noch welche dazu. Hier unten fehlen schon keine mehr. Und der erste Fischer ist unterwegs. Und er hat Fisch dabei. Okay, es beginnen sich Krankheiten auszubreiten. Nee, ist in Ordnung. Das war jetzt ein Schock für mich. Ich habe echt gedacht, die haben jetzt hier keine Möglichkeit zu fischen. Aber nicht immer, wenn nur ein Fisch springt, kann man fischen. Offensichtlich auch bei kleinen Tümpeln und denjenigen, die keine springenden Fische haben. Oh, jetzt werde ich müde vor Schock. Kennt ihr das? Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann kümmern wir uns ganz in Ruhe um unsere Stadtbewohner. Bis gleich. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.